Telefonieren? Ja. Müsste man mal fragen, Genau. ob man hier irgendwie vielleicht unter die Aussichtsplattform da irgendwas hinpflanzt oder oben drüber, unten drunter kommen Büros und oben drüber kommt das große Büro von ITV, die hier live senden Genau. aus dem Wendsland. Genau, die neue Kochshow. Genau. Kochst du am Genau, mit Morgen? Cedric. Ja, nicht mit mir. Ich bin zwar ein guter Koch, auch hier im echten Leben, aber. Ja, meine lieben Zuschauer, ich kann nicht nur Wasser kochen, ich kann ein bisschen mehr. Ist doch gut. Ja, ne, finde ich auch. Ja. Wenn man dann irgendwann mal aus hier Hotel Mama auszieht, muss man doch Ja, das ist das Wichtigste mal im Wasser sich kochen. selbst. Ja, das Wichtigste ist, das Wasser irgendwie heiß zu bekommen. Ja, das Wichtigste ist mal im Wasser kochen. Genau, ich brauche Dann hast Steinziegel. du halb gewonnen. Soll ich mal die Annie hier runterschubsen? Da geht's bis runter, oder? So. Oh. Da unten ist Wasser, da kann nichts Anni passieren. wird ja heute Ja. richtig gemobbt. Hey, nein! Ich muss eh nach unten. Entschuldigung. Erst hätte ich Tschüss. sie beinahe gemobbt und dann Zack. zieht Cedric nach. Wie viel Ziegelsteine hier drin? Steinziegel, Mensch, natürlich. Super. Nehme ich gleich mal ein bisschen was mit hoch. So, wie war das Fußböden mit diesen schwarzen Eichen? Oh, Cedric kommt nach oben. Jetzt kann niemand mehr nach unten. Zack. Jetzt müsste bald unser Zwerg kommen. Genau. Ja. Ja, der wird Da müssen wir gleich. warten, weil er kann ja auch nicht rein in den Raum. So, er Ja, hat ich gerade sag dann Bescheid, geschrieben. wenn er da ist. Er hat gerade geschrieben via WhatsApp. Der Delfin, und da Ja. guckt schon ganz fleißig. So, nun Hallo. komme ich. Wie ist das Passwort? Es ist schon wieder Schlafenszeit. Passwort, wenn er schon im Hunskript-TS drin ist, müsste Ja, man. er ist oben drüber im 3M-Land-Stammtisch. Genau, auf dem Server ist er Ist er schon. schon da? Ja. Ja. Dann schiebe ich ihn mal runter. Ja. User was moved to your channel. Hallo. Einen wunderschönen Guten Abend, lieber Faska. Hallo. Na, wie Ja. geht's? Ja, muss, würde ich mal ganz schwer behaupten. Okay, ja, also geht's ja noch nicht viel besser. Na, die Nase ist noch ein bisschen dicht. Okay, Zeit zum Schlafen. Na, jetzt ist die Jahreszeit des Bisschen Nagelkrank. Pfefferminz unter die Nase, dann geht's wieder. Sehr gut. Das fehlt die Nebenwirkung. Okay, es ruckelt kurz. Ja, es ruckelt Schlaf da kurz. jetzt. Es ruckelt kurz. Könnt ihr euch bewegen oder irgendwas? Das nehme ich auch gerne. Abgeben. Mit Marzipan. Nee, mit Marzipan mag ich Oh nicht. ja. Pfefferminz mag ich. Ja, es ist mit Pfefferminz, aber es ist ein bisschen Jetzt Marzipan also, drinnen. guck dir hier der Fido an, der guckt da oben. Cedric hört sich gerade ganz komisch an. Jetzt wieder besser. Irgendwas Hat stimmt irgendwer nicht. Lautsprecher? Nö. Jetzt Hatte ich besser. nicht. Nee, ich hab nur Kopfhörer. Ah, ich hab noch Dauersendern. Wartet mal, ich muss das noch umschalten. Wo war das? Auf Einstellung war das, ne? Kleine Sekunde, ich hatte letztens auf Dauersenden. Naja, du bist eh gut zu hören. Stört das Ja, er Dauersenden hat's nur, dann? sonst hat das auch verfolgt. Nur letztens ging's nicht und. Der stört nicht wirklich eigentlich. Dann lasse ich's drin. Ansonsten gehe ich nochmal Sprachaktivierung ein bisschen. Na, jetzt war vorne irgendwie Cedric ist Cedric, gerade war zuerst rausgeflogen. doppelt. Ah, er ist gerade rausgeflogen. Ja, ich hier aus Na. dem Server. Es hat Achso. bei mir war gerade Standbild irgendwie, aber nur weil er irgendwie gejoint ist. Ich weiß nicht, was es mit ihm zu tun hat, aber wahrscheinlich schon. Ich höre immer noch doppelt. Ja, ich höre Dann mich jetzt geht's auch doppelt, nicht. ja. Ich Ja. hab's mitbekommen, dass ich mich doppelt höre. Echo! Aber sonst niemand mehr. Alle haben es nicht doppelt. Echo, das gute Echo. Zack. Warte, nochmal. Solange ich nicht drauf gehe, ist mir alles egal. Wo treibt ihr euch? Bei mir am Ganz Tower. hinten. Alles klar. Genau. Am besten, Name läuft bei dir aber noch, Cedric. ja, habe ich gerade nachgeguckt, die läuft noch. Pfeffer. Ja, ich bin Ui. dabei. Not wen? Ich muss ehrlich sagen, der Ja. Leiterschacht ist teilweise schon so finster. Ja, ne? Ganz oben, das ist überhaupt nichts mehr. Da kletterst blind hoch. Ich glaube, der ist auch in Wirklichkeit, also der Turm ist in Wirklichkeit auch breiter.
das letzte Stück, sodass man eigentlich den Leiterschacht breiter machen kann. Weil das ist extra so ausgelegt gewesen. Weil der ist wirklich breiter, weil das letzte Stück könnte man eigentlich, das ist niemals so klein, wie es gebaut wurde. Enrico? Ja? Guckst du gerade irgendwie ein Video? Nein, ich höre Cedric nur immer noch doppelt. Irgendwer hat Lautsprecher. Das ist... Irgendwer hört nicht über also Kopfhörer, sondern über Lautsprecher. Nichts an, ich hab nichts umgestellt. Das ist der Fasker. Ich weiß auch, ich probiere es nochmal. Ich stell's mal um. Auf Push-to-Talk. Ja, auf. Nicht Push-to-Talk, sondern auf Sprachaktivierung. Mhm. Funktioniert deine Kopfhörer nicht. So. Ich hoffe, es reagiert jetzt, während ich rede, nicht immer erst zu spät. Nö, nee, du bist exakt jetzt. Genau, ja, jetzt das geht's. Mikro direkt in den Mund stecken. Ja, müsste Cedric mal was sagen, damit wir... Test. Ja, nee, jetzt... Jetzt passt. Ist perfekt. Perfekt. Super. Immer auf den Fall sie rumhacken. Nein, wir sind doch alle ganz lieb. Genau. Auf den kleinen Zwerg. Delfino, wie geht's dir denn so? Oh ja, geht. Geht mittlerweile wieder. Hoffe ich. Oh, jetzt habe ich 500 FPS fast. Fast gehabt. Sehr gut. Jetzt läuft wieder alles flüssig. Den Shader mal wieder ausgemacht. So, wie war das schwarze Eiche? Jetzt muss ich erstmal den Cedric runterschrauben, der ist nämlich ganz schön. Ja, der schreit die ganze Zeit. Was mache ich? gar nicht. Ganz lieb bin ich. Bin ein ganz lieber. Was sagt er jetzt? Trope, haben wir keine schwarze Eiche mehr hier? Nee, ich habe alles alle gemacht für hier oben. Ja, weil unten ist auch keine mehr. Ja, das ist dann. Hier nicht gut. So. Ja, genau. Ich geh mal zum Lager. Das ist Schicksal, da ist auch keins mehr. Ich glaube, da ist keins mehr. Aber du kannst gern nochmal nachgucken. Ausgeräumt. Zuerst den Sand ausgeräumt, jetzt die Schwarzeiche. So viel hatte ich da nicht, weißt du? Ja, das geht so nicht. Wir sollen Schwarzeiche verbauen, es gibt kein Holz. Ja, ne? Ich sag da jetzt bin ich bei mir raus, ich habe bei mir auch Schwarzeichen-Ecken. Siehst du mal, der Faskat hat alles. Super. Faskat, ja, der Faskat schon richten. Genau. Ja, ich geh nochmal ein bisschen abholzen. Sehr gut. Ich schaue trotzdem mal ins Lager, vielleicht ist da noch irgendwas zu finden. Das kann gut möglich sein. Guck lieber nochmal nach, Reste. Genau. Sicher ist sicher. Hab ich jetzt alle 8 Säulen? Nee. Hier fehlt. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Siehst du, man muss immer auf den Delfino hören, da weiß alles. Klar. Ich sehe nichts, aber weiß alles nach. Genau. Muss ja nicht alles können, ne? Nur so wird man zum Hauptmann, das ist das Geheimnis. Oh, das habe ich verraten. Genau. Man muss so tun, als wüsste man alles, sieht alles, hört alles. So, wo sind hier die Holzkisten? Steine, Kühe, Holz. Hinten. Holz. Gute Wegangabe. Wo sind die Holztruhen? Hinten. Ja, wo sind die schwarzen Eichen? Steht dran. Ah ja, in der Kiste sind genau auf jedem Feld ein Stück. Okay, dann kannst du das damit hochbringen. Mehr haben wir nicht mehr, glaube ich. Genau. Weil es gibt keine schwarze Eichenbretterkiste, ich sehe zumindest keine. Oben drüber. Nö, da ist. Oder warte. Ah doch. Ah, okay. Alles klar. Gefunden? Alles mal mit. Jupp. 54 Stämme und 55 Bretter. Was? So viel war noch dort? Ja. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt quasi die ganzen Platzhalter für die Stämme eingesammelt. War da noch Platzhalter? Ja, weißt du, die Kiste war voll, das auf jedem Ding war genau ein Stamm. Über die ganze Kiste. Siehst du mal, ich wusste gar nicht, dass ich da noch Platzhalter habe. Ja. Ist da gleich mit abgebaut, die ganze in den Ofen haben drin. So. Fußboden. Ganze Blöcke oder halbe? Was wird verbaut?
Das kannst du entscheiden. Sicherheitsmäßig wären ja halbe besser. Ja. Hast du mehr von. Und man hat mehr von und es kommen keine. Es ist weniger los. Weniger Ärger. Korrekt. Das stimmt voll und ganz. Außer sie haben es geändert mittlerweile. So. Hör auf zu schnarchen da. Wer schnarcht denn da schon wieder? Zombie. Ach so, ich dachte jetzt. Das ist wirklich, wer eingeschlafen ist. Ja, ich hab das hab ich jetzt auch gedacht. Na, das wäre ja peinlich. Mitten in der Aufnahme. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin wirklich schon mal in einer Aufnahme eingeschlafen. Oh. Wie kannst du nur? Es war sehr spät am Abend und ich hab da gerade Eurotruck aufgenommen und es war sehr spät. Und du bist. Okay, ja, nein. Naja, Eurotruck ist ja auch das Spannendste, was es gibt, ja? Scheiße! Upsala! Wobei bei Eurotruck einschlafen ist immer die Frage, ist der Spieler eingeschlafen oder der Charakter im Spiel? Nee, der Charakter vom Bildschirm ist eingeschlafen. Das kann ja auch der Charakter im Bildschirm einschlafen. Also? Ach stimmt, ja, stimmt. Bei Eurotruck? Ja. Und wenn du vergisst auf Schlafen. Also der Death-Counter steht jetzt auf Platz 2, Cedric Aesius. Ich bin nämlich gerade gestorben. Tja. Ich habe vergessen zu essen. Es wird spannend. Ja, es wird spannend. So, zack. Hab vergessen zu essen und dann ist es passiert. Ja, es so, passiert, weil es passiert. Schon, ja, 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 ja. Ja. Wollte ich eigentlich. Eigentlich hätte da jetzt stehen müssen, Cedric viel vom Turm. Anstatt Cedric viel aus zu großer Höhe. Können wir einrichten, klein? Der Tollpatsch ist schon wieder abgestürzt. So ungefähr. So ungefähr, ja. Nein, Rico ist doch heute schon dreimal, ne? Ja. Ja gut, der macht das ja gerne. So war das aber nicht gedacht. So, zack. Scheiße. So, dann machen wir gleich mal neue Äxte. Dann wird Fußboden verlegt. Kann man mit Erde machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das von unten aussieht. Nee, zack. So. Oh, und es wird langsam wieder düster. So. Da könnte ein Inner noch. Und so. Sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Meine Etage. Also ich lieg mal. Naja. Gleich nochmal bei Tag anschauen. Bim bam bum. Feier schon. Es bimmelt. Bimmel, bimmel, bimmel. Ja. Ich komm runter. Utsch. Ich schlafe. Echt? Oh, und ich schnarche. Ich bin aus dem Bett aufgestanden und stehe hier draußen. Außerhalb des Turms. Sehr gut. Hat dich der Turm rausgeworfen? Jo. Das ist ein magischer Turm. Er sortiert aus. Weiblich, männlich. Knappe 3 Stacks oder braucht ihr mehr? Nö. Muss der Fino entscheiden. Ah, das ist ein anderer Boden jetzt. Das ist mir zu eckig. Ich höre das schon wieder an einen Zombinator. Ja, ja, ich habe den auch schon gesucht. Wahrscheinlich hängt der da, wo zuerst eine Creeper war, hängt wahrscheinlich jetzt der Zombinator. Ich hau da mal Schwarze Eiche rein. Wer hat denn jetzt. Eiche. Achso, wollte gerade sagen, wer hat denn jetzt teleportiert? Hat doch nur ich. Hätten wir noch nicht da.
Wer hat was gemacht?